Ich wollte einfach mal was lostreten. Ne? Es ist vielleicht gar nicht für mich nur das Umweltding gewesen. Reifen, sondern ich wollte einfach mal die Leute wachrütteln. Was so passiert, ja, dass man mal über den Tellerrand hinausschaut. Jetzt kann die Reifen nochmal losgehen. Wie war's denn in der Küche? Wohl, aber ich so überlegt, dass die Welt schöner werden muss und besser werden muss. Und es ging um Umweltschutz und Ulrike wusste irgendwie, ich weiß nicht, die saß da und die wusste sofort, wie das funktioniert, hatte sofort eine Idee. Naja, und dann kam mir die Idee mit der Lufthansa. Ich meine, die haben CO2-Ausstoß, das ist der Wahnsinn. Die machen die ganze Natur und die ganze Umwelt kaputt. Und dann haben wir gedacht, den Arschlöchern zeigen wir es. Und dann haben wir angefangen mit so einer Reifennummer. So, können Sie mal mit der Kamera weg und Sie auch bitte. Können Sie, nee, da ist die Lufthansa, entschuldigt sich. Eine Situation dargestellt, ja, völlig ausgedacht, Flugzeugunfall, ja, Reifen fällt von einem Flugzeug, wie reagieren die Menschen, ja, die das sehen, die das beobachten, ja, was denken die so? Die Deutsche Lufthansa AG entschuldigt sich für diesen Vorfall. Es wurden Gegenstände hier auf der U-Bahn-Station Kurt-Schumacher-Platz gefunden. Sie sind eventuell von einem Flugzeug verloren worden, es wurde niemand verletzt. Vielen Dank. Machen Sie die Kamera jetzt aus. Ja, wir waren in dem Moment Lufthansa. So, das hat funktioniert, ja? Das hat echt funktioniert. Und dann haben wir überlegt, wie kommen wir an die Leute? Und es ist ganz klar, wenn man das viral machen will, heutzutage Internet. Ja? Das ist so, das geht klick, 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 da die stupidesten Sachen werden da millionenmal angeklickt. Und dann haben wir uns gedacht, schaffen wir auch. Und dann sitze ich hier und denke, wenn ich jetzt nicht lande, sondern weiter geradeaus gegen den Berg fliege, dann ist es vorbei. Dann habe ich keine Probleme mehr. Kennst du das Gefühl? Ja, das kenne ich. Plötzlich ratter, 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 immer mehr Klicks, Klicks, Klicks. Und das, vor allen Dingen das Krasse war, dass es auf einmal international war, ja? Plötzlich überall von der ganzen Welt, jeder konnte das sehen, jeder. Und dann mit Paul, ja, die Nummer am Flughafen, das war auch ganz groß. Die Aufmerksamkeit, die dahinter steckt. Habe ich meine alte Uniform? Ich war ja früher bei Kontrolleur bei der BVG. Bis sie mich nicht mehr gebraucht haben, haben wir mit Weihnachtsdeko haben wir das aufgeklebt. Wir hatten die Klicks und die Leute, und das finde ich das Krasse, die glauben das ja. 7 Millionen Menschen ziehen sich das rein, glauben das, fliegen nicht mehr mit der Scheiße. Der Plan mit dem Geld perfekt funktioniert. Tja, Gerüchte nach über mangelnde Sicherheitsvorkehrungen befinden sich die Aktien der Lufthansa weitergehend im Sinkflug. Nicht mal ein hervorragender Experte wie ich konnte das hervorsehen. Die Frage stellt sich nun, wohin fliegt der Kranich? Und damit zurück ins Studio zur Sonja Kern-Schmidt. 4 Ökoaktivisten haben es vorgemacht. Am 17. Juli dieses Jahres kauften die 4 sämtliche an der Börse verfügbaren Optionsscheine auf einen sinkenden Kurs der Lufthansa-Aktie und waren 4 Tage später um 40 Millionen Euro reicher. Dank YouTube und dank Internet schafft man das, so eine Firma wie die Lufthansa durch so eine fiktive, ausgedachte Pseudogeschichte richtig zu schädigen. Da kann man richtig rein. So. Dann ist es vorbei. Dann habe ich keine Probleme. Oh.
Also an alle, die das jetzt sehen, dir zum Beispiel gerade, ihr seht, dass das funktioniert. Ne? Wir vier haben es geschafft und jetzt, da kann es weitergehen. Wir machen weiter, auf jeden Fall. Und wenn ihr auch weitermacht, dann hat sich's erst so richtig gelohnt. Sag mal, hast du das Fahrwerk eingefahren? Oh. Das habe ich vergessen.